Was geht, WW-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Bevor ich mit dem heutigen Video anfange, möchte ich euch kurz mitteilen, dass es sich bei dieser App-Vorstellung um ein bezahltes Product Placement handelt. Deswegen oben auch die Einblendung Dauerwerbesendung. Ich möchte da gegenüber euch ganz offen sein. Ebenso verkaufe ich hier auch nicht meine Meinung und sage euch hier auch, was mir persönlich bei dieser App fehlt. Wer jetzt aber denkt, dass ich irgendwas hier vorstelle, nur damit ich Geld bekomme, liegt falsch. Die Pro7 Max App, die ich heute vorstelle, hat viele coole Features, gerade auch für deutsche WWE-Fans, die ich euch mal zeigen möchte. Fangen wir mal damit an, wo man diese App herbekommt. Die App ist seit kurzem kostenlos für iOS und Android Devices und Smart TVs erhältlich. Bei der Smart TV App handelt es sich aber um die 7 TV App, in der auch Pro7 Max integriert ist. Ich möchte heute aber den Fokus auf die mobilen Apps legen. Gezeigt wird hier die Version für iOS auf dem iPhone 6 Plus. Nach dem Starten der App wird gleich ein großer Pluspunkt von vielen angezeigt, der Livestream des Pro7 Max Programmes. Wer kennt es denn nicht? Man ist unterwegs und merkt, shit, gleich fängt SmackDown an. Bisher gab es keine legale Möglichkeit, Pro7 Max auch unterwegs zu schauen. Das ändert sich aber jetzt mit dieser App. Man kann, egal wo man ist, vorausgesetzt die Internetverbindung ist schnell genug, live das Pro7 Max Programm schauen. Was mich da ein bisschen stört, ist nur, dass es keine Möglichkeit zur Qualitätsänderung gibt. Das könnte etwas problematisch werden für Personen, die unterwegs Pro7 Max schauen wollen und leider nur ein geringes Datenvolumen haben. Wäre vielleicht mal eine Idee für eine der nächsten Versionen. Was neben diesem Livestream auch noch richtig positiv ins Auge sticht, ist die Mediathek. Neben ganzen Staffeln von One Piece, Yu-Gi-Oh! Gibt es natürlich auch SmackDown. Das Ganze on demand, in HD und sogar das Audio ist synchron mit dem Bild. Nicht so wie bei manchen anderen Angeboten. Und das Beste ist, die Folgen sind sofort nach der deutschen Ausstrahlung verfügbar. Und das ist auch ein riesen Pluspunkt, was dieses Angebot von Pro7 Max hat. Einzig eine Möglichkeit zum Umschalten auf einen englischen Kommentar würde ich mir da noch wünschen. Mein Fazit zu dieser App. Allein die Möglichkeit, SmackDown im Pro7 Max Livestream oder On Demand zu schauen, ist ein Grund, diese App herunterzuladen. Dazu kommt noch eine riesige, legale und kostenlose Mediathek von verschiedensten Pro7 Max Sendungen, seien es Animes, aber auch erfolgreiche und beliebte US-Serien. Der Link zu der iOS und Android Version findet ihr in der Beschreibung. Einfach draufklicken, dann landet ihr direkt im jeweiligen App Store. Das war nun die Vorstellung der Pro7 Max App. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Angebot haltet und ob ihr sie herunterladet. Gebt dem Video auch mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und auch um zu zeigen, wie euch die App gefällt. Hier kommt ihr nun zu meinem letzten Video einer Folge Rescar mit einem Rihanna Car. Ebenso kommt ihr hier zu meinem WWE Network Video, in dem ich euch alles erkläre, was ihr zum Network wissen müsst. Für alle Desktop-User einfach auf die hier angezeigten Videos klicken, für alle anderen sind die Links in der Beschreibung. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr das Video schaut, und ciao!